So. Ich finde es halt ein bisschen merkwürdig, dass man so Sets für die Devilbreaker zusammenstellen kann, wenn die ja sowieso, ich meine, relativ, ne, kein festes Set. Es ist ja viel eher immer denn so nach dem Motto, ne, you know. Ich weiß, es ist gerade merkwürdig, meinen Gedankengang zu verfolgen irgendwie, für mich selber sogar. Ich meine, die Dinger gehen kaputt und, ne, you know. Fuck it. All right, move out. Stimmt, man kann ja diesen den Rocket Arm reiten. How? So much for teamwork. Lass mich raten, abfeuern und dann graben vielleicht wahrscheinlich, I don't know. Stell dir eine Plattform, roten Flammen, wenn Gegner in der Nähe sind, werden Flammen blau und das sind Grim Grips in der Luft erscheinen. Ah, ja, okay. Ah. Okay. Brat. Klar, das Ding. Oh, oder einfach. Oder einfach so. Okay, das ist ja noch einfacher. Dachte, das wäre komplizierter. Mistvieh. Oh nein, ein Zubat. Jetzt ist Zubat. Hm? Das Level Design sieht echt nice aus. Gotta start somewhere. Holy shit. Punchline. Ist sonst noch was? Swamp. Ich bin jetzt schon Fan vom Level-Design, so viel kann ich mal sagen. Sieht echt geil aus. Vor allem allein das Interface, wenn man sich das mal anguckt. Das sieht einfach super aus. Ich sollte vielleicht dann auch die richtigen Tasten drücken. Schau mal zu den Containern weiter hinten. Containern weiter hinten? Warte mal. Das ist einfach mal Rocket the Punch. Das ist einfach super bescheuert allein schon. Nani? Das ist ein Bohrer, nice. Jesus, das ist ein krasser Move. Das wollte ich nicht.
Ich mash halt andauernd L1 und dann, ne? So aus Versehen. Schauen wir bei den Containern weiter hinten. Da hinten? Naja. Ich meine, da komme ich jetzt, glaube ich, sowieso hin. Oder ich gehe erst hier hin, das geht auch. Da ist noch was. Achso, das geht hier nur... Ah! Nice. Da, wo du gerade warst, ist der Koop. Was? Koop? Ach ja, stimmt ja. Ich habe gehört, das Spiel soll Koop haben. So eine Entscheidung, die ich jetzt nicht unbedingt verstehen kann, aber... Ich meine, wenn es funktioniert. Und wie verpassen jetzt? Ach so. Ach, das meinst du. Warte mal. Ja, gut. So ein einsamer Baum einfach. So, this Clyphod. Screw it. We're taking this fucking thing down. Okay. Sieht schon echt geil aus. Okay, das einzige kleine Problem ist jetzt nicht so dramatisch bislang. Die Kamera ist ein bisschen funky. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei mir so ist. Aber die Kamera ist ein bisschen wonky. Eine gratis goldene Kugel, die, by the way, richtig cool aussieht, obwohl sie absolut keine Kugel ist. Das ist einiges, aber keine Kugel. Kein rundes Objekt. Ist nicht wirklich Koop. Du hast halt die Performance anderer Spieler sehen, wenn wir still spielen. Also Stellen, wo wirklich Koop gibt. Das ist schade. Also wurde quasi mit Koop... Wurde mit Koop beworben? Ich weiß das gar nicht. Glaub nämlich nicht. Ich habe nämlich nur immer gehört, es soll irgendwie ein Multiplayer sein und dann... Blutklumpen. Zerstöre Klumpen, rote Kugeln halt manchmal dadurch eine Menge... Ah. Besser Koop als Battle Royale, das stimmt sogar. Geht? Nö. Punchline. So, mal, das war doch. Genau. Der große Trotzanfall. Der bedauerlicherweise sogar ein ziemlich guter Move war, wenn mir die erinnert. Oh yeah. Oh. Dead ass. Ist noch was? Oh, nö. Schau mal auf ein Bit. Warum gestaltet eine Mission zusammenhängen? Maps sind bei verschiedenen Orten. Links im Bildschirm, welche Core-Partner du hast. Achso, ja, das habe ich ja ausgeschaltet, weil ich fand das Blödsinn. Weiß nicht, also. Oh ja. Wo von Anfang an gesagt, dass es primär ein Singleplayer-Experience sein wird. Soll ein Koop-Feature geben? Soll ja mehr im Mittelpunkt sein. Na, dann ist ja. Na gut. Ist wesentlich wie hier. Fucking Left Alive, wo es hieß. Ja, das ist, ne? Mechs. Und, also, ne? Hier, guck dir das an. Und am Ende war es totaler Trash. Game was shit. Mal ein bisschen ran hier. Ja.
Okay. Das Schöne ist, sie haben das Gameplay relativ... Na, was heißt... Na, sie haben es relativ von dem C4 übernommen. Das heißt, wenn du den alten Teil, die alten Teile gespielt hast, kommst du wieder leichter in die Sache rein. Bin ich jetzt persönlich. Weil zum Beispiel, ich kenne halt jetzt die ganzen Kombos aus DMC4 noch. Das war ein bisschen her, dass ich es selber gespielt habe wieder. Obwohl die Special Edition verdammt gut ist. Muss ich ja mal sagen, also... Special Edition ist... Uiuiui, Tiffy. Kann man doch hoch. Aber wahrscheinlich jetzt noch nicht. So nach dem Motto, hier, hol dir mal Airhike. Ja, gut. Der hätte mich sonst getroffen, der Penner. Be gone, Thought. Okay, du lässt dich davon nicht aufhalten, ne? Sackgesicht. What'd you say? Das Timing muss ich nur hier wieder rauskriegen. Das Timing ist ein klein bisschen anders bei den Wartekombos. Was anderes Timing ein bisschen, aber es geht eigentlich. Opan. Propan-Tank. Egot. Das ist ein Propan-Tank. Egot, ich will nach Hause. Hat viel versprochen und noch mehr Wort gehalten. Gesprochen haben aus der Meinung nach jemandem. Wenn ich kurz bin, also störe, aber nicht. Ich sag mal so, wenn ein Spiel kurz ist, ist es nicht unbedingt schlimm. Es kommt dann halt auf den Wiederspielwert an. Sagst du dir, ach komm, jetzt nochmal ein weiterer Durchlauf und, ne? Macht das Gameplay so viel Spaß, dass du dir sagst, ach komm, ich spiel's nochmal. And play it again. Okay, das war zu früh. Euch, wisst ihr das? Ja, ihr seid richtige Dickheads. Weil man kann ich deren Scheiß parryen quasi. Außer wenn sowas passiert, dropkick ich dich halt. Bringt nur nichts, okay? Jesus. Ihr seid echt hartnäckige Bastarde. Jeder Schwierigkeitsgrad spielt sich anders. Wo du in Mensch die Gegner Ecke und Teufelger. Woanders vor, manchmal eine größere Anzahl. Oh. Und dann fangen wir gar nicht erst an. Oh, wow, okay. Ich meine, das hatten sie bei DMC Devil May Cry aber auch, dass denn Gegner neu geschaffelt wurden an vielen Stellen und dass sie an Stellen gelegt wurden, wo ziemlich heftig waren. So.
Zeug. Das Zeug, Kinders. So, das ist quasi auch Heilung. Nice. Ja, ich komme nicht drauf klar, weil das sind für mich keine grünen Kugeln. Das sind einfach nur... Es sieht türkis aus, einfach. So türkis, so... Ne, in dem Sinne. Swoop. Hä, wo ist denn das... Du, ganz nach oben. Das Ding ist komplett weg. Ups. Was seid ihr denn jetzt? Scissor-Vieh hier! So, jetzt. Death Scissors! Das Ding ist wieder nach unten. Oh, okay. Wieso habe ich das Gefühl, dass diese Gegner nervig sein werden wie Hölle? You want me to follow you? No way, asshole. You bring that shit to me. Oi. So chillige Musik, ey. Bitte nach oben. Warte mal. Tatsache. Hä? Ach, da oben. Ah. Secreto. Yes. Gott, sehen die Dinger krass aus. Gut, Nero fällt immer noch wie ein Stein. Die chillige Musik, ey. Eins hoch. Wow. Ich muss echt aufhören, diese Taste zu drücken, ey. Oh ne, sag mir nicht, die können mal durch Wände gehen. Ich hasse solche Arten von Gegnern. Die erinnern jetzt aber auch an die ein Gegner aus DMC 3. Ah, shit. Ja, jetzt bist du nicht mehr so toll, wa? Blödes Mistvieh. Gegner aus DMC 1? Okay. Komm her! Geht einer? Okay, es geht. Get a haircut, Hippie. Mm-hmm. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, wer solche Bücherregale baut, aber Jesus Christ, das sieht schon cool aus.
Aha. Das ist so cool. Fuck. Mann. Können wir doch bestimmt irgendwie abkürzen. Jo, okay, passt. Ich weiß noch, wie funky der Walljump im dritten war. Der war so funky, dass es weh tut. Okay. Mach kaputt. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Without strength, you can't protect anything. I know that. Ich hoffe, ich bekomme bei Game das Game holen kann. Ja, kann ich nur empfehlen. Es lohnt sich, das Gameplay bockt. Vor allem, wenn du die alten Teile gespielt hast, dann fühlst du dich hier direkt wieder wohl. Deswegen. So, wie, das will ich jetzt sehen. Wie macht sie das jetzt? You're up, Nico. How? You know I got you covered, asshole. Yeah, but... But how? Okay. What the fuck? Howdy. Oh, sehr gut, aber kurz. Oh, danke für den Bit. Boah. Sorry. Blue Rose, haben wir denn 35? Holla die Waldfee. Ah, doch. Bis zu 8 kann man später haben. Holy shit. Na komm, wir haben das gerade. So. Quasi 5000 habe ich noch. Na komm, wenn wir das gerade haben. Ich will es mir halt einfach nicht, ne? Aber das habe ich ja vorhin schon mal erklärt. Ich will mir es einfach nicht mit dem Deluxe-Bonus zu einfach machen hier. So halt sonst mit der, ich könnte 100.000 ausgeben und hätte fast alle. Also hätte fast alles sogar. Deswegen. Oh Mann. Wow. Okay, Tempo geht hier um einiges schneller hier. Ach du Kerge. Ja, Deluxe-Bonus halt. Artemis? Ach, guck mal. Ach, schau mal einer. What? No chit-chat or monologue? Just getting right to the point, huh? Das Ding ist mal ekelhaft. Alter. Shit. Super Ringe. Kann ich die Dinger kaputt machen?
Doesn't look like it. Sind die Dinger nervig. Das hätte ich besser nutzen können. Okay, das Ding hat einen Radikalbeam. Kann die Dinger kaputt machen. Geht doch mal kaputt. Achso, die kann... Achso, okay, verstehe. Nervige Laserfrau. Zu viel. Mein Arm. Ja, hier gehe ich drauf. Shit. Jesus. Kann rote Kugeln benutzen? Oh. Oh. Aber ich habe davon welche, also von daher... Okay. Shit. Gute Güte, geht drauf. Okay. Was ich knall ich ab. Oder auch nicht. Kopf ab. So. Schalte den Wartescreen an. Was? Wartescreen? Was? Was meinst du? Warte mal, was? Trust me, was? Oh, I see. Oh, I see the problem. Ich hab mal kurz... Ja. Oh. Okay. Ach, Lady. Ja, okay, das ist zwar Goop, aber... From my gunsmith days. What? I can't believe you do this to Kyrie. I'm gonna have to tell her, man. Meine, sie ist mit Goop Juice bedeckt, also man erkennt nichts an sich. Hey, loosen up your jockstrap. Don't do anything I wouldn't do. Ja, gut, Angel, ich verstehe. Just in case.
Ja, also man kann jetzt nichts sehen. Also, hab ich schon Schlimmeres gezeigt, aber ich glaube, ich bin wieder safe. Oh. Oh, das geht aber in die Wertung, wenn du was benutzt. Ja, better safe than sorry. Auch wieder wahr. Ich weiß ja nicht. Nee, ich bin lieber da, was sowas angeht, vorsichtig. Man weiß immer nicht. Andy sagt zwar immer, ja, musst du dir keine Sorgen machen, weil wenn das im Spiel so gedacht ist, dann ist da, musst du dir nichts Gedanken machen, aber ne, better safe than sorry. Leute wurden schon für weniger gebannt. Leute haben schon für weniger ihren Kanal verloren, so yeah. Okay. Okay, neuer Charakter. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach ja. Ja, den Kätzchenfilter habe ich nicht mehr, deswegen. Das ist das Problem, den habe ich nicht mehr da. Ja, eben. Also. Violette Kugeln. Christian, violette. Oh. Er hat schon Instant Devil Trigger. Stimmt. Devil Trigger habe ich ja jetzt noch mit Nero. Ja, kann er ja auch nicht ohne sein Ärmchen. Also. Macht schon irgendwo Sinn. Den ganzen Arm. Ich kann gerade nichts anderes kaufen. Eine goldene Kugel für 1000 ist ja ein Schnäppchen. Über meine auf Vorrat haben. Aber halt ist 18. Ja, ne. Nackte Haut, Main Focus des Spiels. Nein. Meine Güte, aber ich sage auch immer nur wieder, Leute wurden wegen weniger gebannt. Also von daher. Be better safe than sorry. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Nerv auf so. Auf unnötigen Stress. Na eben, 18 heißt nicht gleich, Mensch, that's legal porn right here. You know? Ich bin mal gespannt, wie der Dude sich spielt. Okay, der Typ hat jetzt also seinen eigenen Zoo bei sich. We have a minor errand before we reach Urizen. Oh, genius says be careful. Yeah, no shit, Shirley. Ain't that right, Pete? I mean, you are fragile at the moment. Wouldn't take much to wipe you out in a sticky situation. I'm just saying it right. Hat der Vogel von Danny DeVito gesprochen, oder was ist das? He who desires but act not breeds pestilence. Ja, wir würde bei nackter Lady nicht durchdrehen, hallo? Oh, scharf. Und hat scharfe Waffen. You and I like to exist, so get rid of those demons quick, cause killing them ain't my stick. I got your back, cause dying is whack. Bin ja mal gespannt. Ich würde sogar einen abschalten, wenn ich so viel Gameplay sehe. Kein komplettes Story schon, aber Shadow schalt mal nicht ab. Du kannst mich abschalten, wenn du keinen Bock mehr auf mich hast. Um Gottes Willen. Neben stehenden Gegner, Shadow kann ich. Ja, super. Achso. Ah. Okay. Interessantes Gameplay mit dem Dude.
Ich bin auf einmal ein Panther. Okay. Er kann taunten und gleichzeitig angreifen? Oh, wow. Okay, sein Game-Style ist definitiv interessant. Drück mal R2, mit Sicherheit nicht jetzt. Mit Mr. Schoschmann, was? Ist das da schon immer da? Das ist ein echt nicer Touch, by the way. Sorry. Ach so. So funktioniert das. Interessantes Feature. Wir sind fast ein Ziel geben stehenden. Okay. Sicker Shit. Vor allem. Wenn der jetzt noch Skelette beschweren könnte. Oh mein Gott. Ja, bislang sein Game-Stil ist echt nice. Nur wie gesagt, seine Persönlichkeit ist irgendwie noch ein bisschen. Ja, aber R2 macht jetzt. Oh. Ich kann einfach lesen. So, die gehen nicht kaputt, die bleiben einfach da. Ich kann einfach, während ich hier kämpfe, quasi ein Buch lesen. This is interesting. Mm. Nimmst du selbst Schaden, wirst da deine Devil Trigger Anzeige gefüllt. Okay. Oder höher. Wenn du da schon wieder höher ist, kannst du eins Nightmare herbeirufen. Greif selbstständig an und seine Gegneranzeige leer ist. Ach, das ist der! Jesus! Sein Game-Stil ist echt nice. Ja.
Und wenn es echt schwer sein muss, mit dem Kombos zu machen. Aber was bringt es mir, dass ich ein Buch lese? Was bringt es mir, dass ich kein Buch lesen kann? Werde ich ein Schlauer? Gratis goldene Kugel. Ein Devil Trigger füllt sich auf. Echt? Okay, er liest immer dieselben. Der Typ liest immer dieselbe Seite immer und immer wieder. Muss ein echt spannendes Buch sein. Ja, eben, man muss ja auch ein bisschen literarisch sein, ne? Bewegungsunfähigkeit. Denn die Wunder hören auf, sich zu bewegen, wenn sie viel Schaden erleiden. Hatte darum die Augen auf ihre Lebensanzeige. Okay. Erholen sich Zeit automatisch von Bewegungszustand, Erholungszeit verkürzen, wenn wir ihre Leere bewegen. Okay. I see. Halt mal beim Double Jump die Jump-Taste. Okay, warte. He can float. This bridge looks unstable. We all float. Weiße Kugel. Achso. Weiße Kugeln sind jetzt für Devil Trigger, okay. Also eine, wie gesagt, also sein Game Style ist echt mal drastisch anders als jetzt zum Beispiel bei Dante oder Nero. Aber seine Persönlichkeit muss noch mal ein bisschen. Ne? I mean, he got stick. Boing. Lesen im Kampf. Wow. Nicht da einfach noch eine goldene Kugel? Jesus. Okay, nice. Thanks. Nehme ich. Danke. Hat es blaue Kugel, also. Not allow him to gain any more power. Was? Auto? Auto? Mein Auto? Also auf jeden Fall braucht der Typ echt mal einen Termin beim Arzt. Ich meine, sein Rücken sieht echt nicht gesund aus. Vogel erinnert mich auch so ein bisschen an Iago aus Aladdin. Meine nur. Oh, ach so. Okay, okay. Gibt's gratis in jedem Happy Meal? Ich verstehe schon. Du hast gerade Automatikmodus vom Anfang. Geschaltet. Ja, das sehe ich jetzt erst, dass das geht. Dankeschön. Emergency exit only. Ach, schade. Ich dachte, da wäre irgendwie sowas, ne?
Man hofft ja immer so kleine Secrets. Was ich aber auch gut fand, dass du dir mit V jetzt nicht erstmal zu Anfang alle Fähigkeiten kaufen konntest, beziehungsweise überhaupt nicht in die Fähigkeiten gucken konntest. Einfach mal sonst alles gespoilert. Ach so. Oh. Das Ding kommt denn durch die Mauer? Nebenstraße. Ja, wie ist das Ding durchdreht? Ach so. Alter, sein Devil Trigger ist heftig. Das ist echt ein komplett anderer Spielstil als mit Nero jetzt. Da muss man sich erstmal umgewöhnen. Oh shit. Nein, den da. Nein, den da. Nein, den da. Mach es doch. Ordele. Cool. Ja, es ist mal was komplett anderes. Aber der Typ ist absolut ein Ultra-Edgelord. Also. Ne, also. So edgelordig ist ja schon gar kein Begriff mehr. Der Typ nimmt edgelordig auf ein komplett neues Level. Allein mit seiner Redeart. Blood is the source of his strength. I must cut off. Aber ich bin so froh, dass dieses Spiel gut geworden ist. Also nach dem Desaster, was ich Left Alive nannte, habe ich echt so... Ich war echt scheiße drauf. Aber bei Left Alive bin ich froh, dass jeder das Spiel scheiße findet. Und nicht nur ich. Sparta Express. Vom Ansicht, der Typ benutzt Stance, also, ne? Du musst selber tatsächlich noch finishen. Also du kannst nicht deine Viecher komplett die Arbeit machen lassen.
Ich will eigentlich die ganze Zeit nur taunten, aber es bringt einfach in dem Moment nichts. Alter. So langsam wird man warm mit dem Jungen. So langsam? Ich meine, der Typ braucht mal echt einen Chiropraktiker. Also so ist es jetzt mal nicht. So, Spiel, wo willst du, dass ich hingehe? Dahin. Gut, dann gehe ich hier hin. Ich bin mal gespannt, was ich mit dem noch für Fähigkeiten lernen kann. Beziehungsweise was er überhaupt noch später erlernt. Da freue ich mich viel eher drauf. So. Ja, stimmt, ich habe ja noch eine. Hier, halt mal kurz. Willst halt mit ihm so ein bisschen mehr Distanz halten, deswegen. Es ist vor allem cool, dass das Devil Trigger hier bei ihm mal was komplett anderes ist. Anstatt dass es dich quasi, dass es ein Health Boost ist oder sowas. Wie viele von den Viechern habe ich? Ein T-Rex. Weißt du, auf einmal kommt so ein fucking Dino aus dem Himmel gedroschen. Okay, halt. Das war lots and lots of money. Halt, das kriege ich hin. Oder auch nicht. Money. Okay, das ist der. Crazy. Slice them. Sein Theme könnte anders sein. Das ist jetzt so das Einzige, was mir so einfällt. Sein Theme ist... Ja. Ich hab den nicht gesehen. Aua. There we go. Alter. Warum muss es R3 sein? Na gut, ich glaube, ich gehe dann hier doch mal durch. Gehe ich doch mal weiter. Ich glaube, das... Na, wobei... Ich weiß halt nicht, ob ich von hier gerade komme oder nicht. Das ist das... Na... Nee, oder? Mein, hier ist Geld. Doch, von hier komme ich. Ja, das ist nur ein anderer Weg. Okay, gut. Hab verstanden. Hab nur einen anderen Weg gefunden. Beim erhöht lesen das auch, während ich... The angel that presided on my birth said little creature formed of joy and mirth go love without the help of anything on... Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Nee, nö, okay.
money, money. Mad cash. Whoop. I can't see shit. Ugh. Ich hab das Ding gar nicht gesehen. Seine Stimme ist nice, ja. Durchaus. Es hat echt eine nice Stimme. Er ist halt ein Ultra-Edgelord. Mit Ultra, ne? Ah, okay. Wow. Hier liegen welche. Shit. Naja, hier liegen auch noch welche rum, so zwischendurch. Versagt. Neu starten, okay. Gut, das haben sie nicht wie damals gemacht, weil das war damals echt immer nervig. Hier zwischen den Regalen. Ich glaube, ich bin gerade eben einfach den falschen Weg gegangen. Ich glaube, mir war das gar nicht. Und shit. Shit, wo ist die letzte gewesen? Ach gut, kann man skippen. Hier ist keine. Wo habe ich denn gerade eine übersehen? Okay, das geht, glaube ich, teilweise ein bisschen schneller. Jetzt fehlt mir eine. Eine fehlt mir immer. Hä? Ist dran vorbei. Ach, wo ist denn jetzt wieder dran vorbei? Ganz hinten? Okay, warte. Ich suche jetzt erstmal nach der, wo ganz hinten sein soll. Das machen wir jetzt mal einmal so. Wir machen jetzt einmal Versuch, wo die letzte sein soll. Ja, das sind die. Das ist die erste, die ich immer nehme. Ganz hinten. Hier nicht? Nee. Hä? Das ist die hier. Ja, das ist wahrscheinlich die hier. Okay, dann ist das die. Dann sollte das... Das müssen wir mal ein bisschen, ne? Weil gezielt angreifen mit dem Vieh ist schwierig. Nein! Nein! Okay. Phew. Okay. There we go. Gesafft.
Hinterm Bücherregal. Blöde Mistding. Sind aber auch... Achso, oh. Hätte hier gar nicht runtergemusst. Das war jetzt nur für die... Für die Bonus-Mission. Das ist der Bonus. Zum Bone. I got a bone to pick with you. Nani? So, der... Hä? Das ist komplett doof. Ich glaube, ich bin jetzt komplett doof. Go. Slice him. Gouge him. Hier auf einer Skala von 1 bis 10. Wie inkompetent bin ich? Oben, ne? Hä? Den Weg. Aber das Spiel führt mich gerade im Kreis rum. Hä? Ja, das Problem ist hier. Du, der Kackvogel. I need you. Was? Hey? Bei der Straße nicht links, sondern rechts. Also, ja, aber hier kann ich nicht lang. Und dann sagt das Spiel wieder, ich soll zurück. Und von hier komme ich, das ist das Problem. Ich kann hier nicht rechts, also... Hä? Denn hier falsch? Hier war ich doch auch schon. Ach nee. Ach guck mal, ja, den Weg hier. Ja, guck mal. Ich kann's vergessen, dass ich hier noch gar nicht war.
gouger. So, der ist noch nicht tot. Wo bin ich? Was hat mich getroffen? Gut. Ja, noch langsamer zuhauen konntest du da gerade nicht, ne? Komm. Ja, mich hat das nur total verwirrt, weil das Spiel mich in eine andere Richtung schicken wollte. Das Navigationssystem hat mich ja gerade in eine komplett andere Richtung gelenkt. Deswegen habe ich gedacht, ich mache hier was falsch. Was auch immer du von ihr sollen tütest. Komm mit mir. I'm at. Yeah. Keep your panties on. I see ya already. Be right there. How does she... Like, every time? Ich dachte immer, ich habe einen krassen Fahrstil, aber ich muss offenbar noch einiges von der Frau lernen. Hi. Ey, caramba, ich muss von der Frau noch einiges lernen. Stock! Okay, das ist eine teure Fähigkeit, aber... Eieieiei. Komm, ich kann auf den springen. Ach so, die Fähigkeit brauche ich zuerst wahrscheinlich. Okay. Warum nicht? Der Typ hat teure Fähigkeiten. Bird. Turning T-Pose, ja so in etwa. Snake. Ach, Nidhogg. Mag aber seinen Vogel. Let's not even mess with this guy, V. He can't even leave the Clyphod anyway. Just a Clyphod parasite. Uh-oh. I think he hurt me. Not in this lifetime. As the heir to a bird, or the sea to a fish, so is contempt to the contemptible. Die
Das breite Grinsen von dem Vogel. Das, okay. Na shit. Bird and cat. Regenerieren die ihn? Oh shit. Ist das Ding? Nee. Allein der Einschlag von diesem Mistding. Oh Gott, ist der langsam. Na komm. Shit. Nicht gut. Oh je. Na komm. Nächster bitte! Du brauchst einfach den Sub, mein Dude! Scheiße. Na gut, ich hab noch Kugeln. Aufgeben, ne? Aufgeben mit Sicherheit nicht. Den haben wir und den kriegen wir jetzt auch noch. Und da ist er denn. Das hat easy angefangen und wurde dann irgendwann ziemlich heftig. Moment, Invincible, während hier
während man auf dem Riesen ist? Das wäre praktisch zu wissen. Nächster, bitte! 10 Abos verschenkt hat der Nubrox. Jesus! Ein Abo für jedes Jahr, oder was? Nächster, Alter! Bitte! Abos für alle hier. Vielen Dank, mein Dude. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Ja, du musst bei den Fähigkeit mit dem Buch nutzen. Ja, ich merk schon. Jesus, hab ich abgeschmatzt. Nächster, bitte! Es wird eine Menge Nächster, bitte. Oh ja. Nächster, bitte! Jesus. Bei dir hat's gerade geblitzt, ne? Bei mir... Ah, sieht ein bisschen beefig aus, aber... Nächster, bitte! Alter. Ich muss das mal einstellen, dass giftete Subs zusammengezeigt werden. Nächster, bitte! Muss mal gucken, wie das geht. Nächster, bitte! Then I guess we have some clearing up to do. And me without my gardening shears. Nächster, bitte! Noch eins? Kommt da noch eins oder war das der letzte? Ich glaube, da war der letzte. Captain Bird. So, 10.000 haben wir. Was machen wir denn damit? Heavy. Das möchte ich mal testen. Nicht die Lady beglubschen. It's your turn. At your pleasure. No escape. Ah. Genau, weil das ist das. Sieht mega merkwürdig aus. Komme ich hier wieder raus? Ja, okay. Ja, ich glaube, es sieht aus, als würde es bei uns auch noch dönern. Breakthrough. Sehr praktisch. Hedgehog. I hate that Hedgehog. Die Fähigkeit sieht super praktisch aus. Hedgehog! The fuck? Diese Fähigkeiten, ey. Achso, das verkürzt einfach nur die... Ah, okay. I see. Hedgehog. Ja, Hedgehog kommt später.
Hedgehog muss ich mir später holen.